Moin moin, Ladies und Gentlemen und willkommen zurück zu Wildstar. Ja, diese Episode schmeiße ich zwischendurch mal rein, denn ich habe mich hier mit einer gewaltig großen Gruppe zu einem Schlachtzug verbunden. Wir werden uns jetzt einen Weltboss vornehmen. Ob wir das schaffen, das weiß ich nicht. Aber ich bin gespannt, das ist ein Riesenviech. Hier vor mir diese Pflanze, das ist das Ding. Und zwar Schicksalsdorn der Alte. Ein Level 22er Weltboss und wenn ich so seine Leben sehe, da wird mir schon ganz anders, denn der 2,9 Millionen Erlebenspunkte. Tja, und ich bin gespannt, ob wir das schaffen. Hier ist das ganze Team. Also ich denke mal, einige müssen hier noch an Land kommen und dann läuft das hier. Ich bin sehr gespannt. Das ist eins dieser Events, auf die ich mich in Wildstar sehr, sehr freue. Weltbosse legen, das ist eine coole Sache. Und ich bin mal gespannt, wie es läuft. Also warten wir ab, bis alle da sind und dann legen wir los. Okay, der Schlachtzug ist soweit vollständig. 40 Mann am Start. Der Tank ist Reigen. Und ich bin gespannt, ob es losgeht. Reigen hat gerade einen Bereitschaftscheck gestartet. Da bin ich natürlich ready. Und ich bin mal gespannt, ob alle da sind. Hier hat gerade noch einer einen Handelsbot rausgeschmissen, damit wir uns noch fix ein paar Heilspritzen besorgen können. Und ja, alle da? Ich würde sagen, es geht los, Leute. Ob wir es schaffen, weiß ich nicht. Aber schauen wir mal. Oh yeah, Gemetzel pur. Alle rauf, alle rauf. Cool, also erster Wildstar Boss. Oh, vorsichtig, das sieht nicht witzig aus. Keine Ahnung, was der macht. Das wird, glaube ich, ein bisschen dauern. Oh, aus den AOE raus hier. Bei 2,9 Millionen Lebenspunkten wird das Ganze, denke ich mal, eine ganz schöne Weile dauern. Und ob wir den Kollegen schaffen, da bin ich mal gespannt. Egal, Hauptsache, wir sind alle dabei und haben es versucht. So, und alle, die sich das jetzt hier angucken und die hier mit im Raid dabei waren, das war eine coole Sache auf jeden Fall. Mein erster Zusammenhalt mit so vielen Spielern hier. Jo, hier wird ganz schön gerumst. Ich sehe die Lebensanzeige überhaupt nicht schmelzen. Uiuiui. Naja, und wir haben nur einen Tank am Start. Ob das so sinnvoll ist? Normalerweise tankt man sowas ja lieber mit zwei. Aber ich denke mal, so wild wird das hier noch nicht sein. Das ist ja noch kein High-End-Boss irgendwie. Mal schauen. Ah, die Lebensanzeige fängt jetzt an langsam zu schrumpfen, Leute. Nette Sache das, nette Sache das. Das Viech verzieht sich immer wieder in den Boden und spammt dann AOE-Schaden. Oh, mein Schaden ist so mickrig. Aber egal. Egal, ich bin mit dabei. Cool, cool, cool. Und ich sag euch noch, ich werde mal irgendwie in die Ini reingehen. So Weltboss ist doch auch noch mal eine coole Sache auf jeden Fall. Ah, der muss doch langsam mal... Heilt der sich voll oder bin ich bescheuert? Oh, Vorsicht! Ja, hier schon mal ein großer Respekt an die Heiler, die unseren Tank Reigen so hochpowern. Nicht schlecht, nicht schlecht. Sieht bis jetzt gut aus. Ob das Mistvieh ab einer bestimmten Lebenszahl allerdings noch andere Fähigkeiten startet, das wissen wir nicht. Ich will es gerade irgendwie gar nicht hoffen. Oh. Wo ist er? Da ist er. Ja. Das läuft ganz schön flüssig, muss ich gestehen. So viele Leute hier, 40 Mann hauen auf das Viech rein. Keine Lags, kein Nix. Perfekt. So gefällt mir das. Oh, wo kommt der Kollege denn hierher? Aus Versehen dazwischen gekommen. Wenn wir den legen, dann bin ich mal gespannt.
Ja, komm schon. Komm schon, Kollege, komm schon. Einfach rauf. Ich zoome mal ein bisschen rein hier in die Action. Sieht so harmlos aus. Aber läuft einwandfrei. 40-Mann-Schlachtzug. Wann habe ich das letzte Mal in meinem Leben einen 40-Mann-Schlachtzug in einem Spiel gehabt? Ist schon ein bisschen her bei mir. Ja, wie gesagt, das Ganze dauert 2,9 Millionen Lebenspunkte. Das ist schon eine Hausnummer. Und jetzt kommt genau das, was ich erwartet habe. Was auch immer das jetzt ist, er hat sich geteilt in mehrere und oh, ich weiß nicht, ob ich hier lebend rauskomme. Eieieiei. Jetzt sind es auf einmal mehrere. Holy shit. Genau sowas habe ich aber erwartet. Oha. 2, 3 Tote haben wir schon zu beklagen. Ah, das waren also nur Hologramme. Ah, fiese Sache, fiese Sache. Gerade kurzzeitig Panik geschoben. Ich bin froh, dass ich kein Tank bin. Ich weiß nicht, ob er die hätte zusammenhalten können. Aber er macht das bis jetzt super geil. Das läuft. Na, mal sehen, da wird wahrscheinlich noch so eine Phase kommen. Ja, cool. Da archiviere ich auf jeden Fall ein geiles Highlight für mein kleines Wildstar Let's Play. Das ist eine geile Sache. Weltbosse. Vielleicht sollte ich das öfters machen. Wenn irgendwo ein Weltboss am Start ist, dann wird das Viech archiviert für meinen Kanal. Geile Sache, geile Sache. Meine Bots fallen hier reihenweise wieder um. Aber dem Schaden, dass das Ding raushaut, kein Wunder. Oh, vorsichtig. So, schaut mal auf die Lebenspunkte von dem Viech. Wir machen das doch gut. Mit 40 Mann kein Ding. Wer weiß, wie in den High-End-Bereichen, in den Endstufen hier die Weltbosse sind, das möchte ich gar nicht wissen. Aber geile Sache, geile Sache. Ja, den natzen wir schon, den Kollegen. Okay. Bis jetzt keine weitere Teilung. Er taucht wieder ab. Na, scheint sich jetzt ruhig zu verhalten. Oder der große Knall kommt nochmal. Und recht wenig Tote zu beklagen. Man kann sich nicht beschweren. Schicksalsdorn, der Alte. Jetzt kommt hier nochmal wieder was rein. Sowas macht Spaß. Auch wenn ich als DD eigentlich hier nur stehe und voll Power mache, das gehört dazu. Der Tank macht einen super Job, die Heiler machen noch einen geileren Job. Mein Respekt, Leute. Läuft doch alles super. Solche Events mache ich definitiv jetzt öfters mit, wenn eins ansteht auf jeden Fall. Sehr geil, sehr geil. Oh, zurück. So, komm schon. Die Lebenspunkte, die schmelzen jetzt wieder irgendwie langsamer. Ich habe keine Ahnung. Er ist down. Nice. GZ euch allen. Jetzt ist das Viech down, aber es ist irgendwie nichts gedroppt oder so. Nur Zeichen des Feuers. Okay. Alle schreiben schon, what the fuck. Kein Loot, kein nix.
Ein Sign of Fire für 40 Leute. Ja, das ist leider ein kleiner Witz gewesen, aber was soll's, wir haben den Weltboss soweit umgenatzt. Da liegt er. Aber leider kein Loot. Ein Zeichen des Feuers für einen großen Weltboss. Ich denke mal, das muss irgendwie nochmal nachgepatcht werden oder so, weil das kann ja eigentlich nicht sein. Wir haben uns jetzt hier echt unseren kleinen Wildstar-Arsch aufgerissen. Aber es ist nichts bei rausgekommen. Nun gut, Leute, wir haben das Viech genatzt. Danke an alle Beteiligten. Danke an Raigen, unseren Tank. Hast du super gemacht. Und ja, ich werde das Ganze natürlich auf YouTube veröffentlichen. Und alle, die jetzt dabei sind, schaut euch das natürlich an. Ich poste das jetzt auch nochmal. Und dann klappt das Ganze. Ja, okay. Haut rein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und bis denne dann.